Peter Drecker, Sie sehen der Gefahr nicht ins Auge, aber die Gefahr steht unmittelbar hinter Ihnen. Und zwar die Tigerin guckt noch relativ hungrig und ist auch zum Sprung bereit im Moment. Aber unabhängig davon, Sie sind der Architekt, der zuständig ist für die Neugestaltung der Tigeranlage hier im Zoo Duisburg. Was passiert da? Ja, es passiert eine ganze Menge. Es passiert vor allen Dingen eine neue Auffassung von Gehegeplanung. Wir wollen den Besucher atmosphärisch in die Landschaft, in den Ursprungslebensraum des Tigers führen und wollen über Bepflanzung, was ja bei sibirischem Tiger nicht so ganz schwierig ist hier, über Bepflanzung und Stimmungsbildern schon reinholen. Natürlich müssen wir die feste Abtrennung zwischen Besucher und Tiger sehr klar treffen. Wie Sie hier über einen Graben, werden wir auch mit einem Wassergraben, also mit typischen Elementen aus dem Landschaftsraum Sibirien, China arbeiten. Und wir werden aber auch über Glasfenster Ihnen den Besuchern sehr nah ranholen. Hier wird ein offenes Fenster sein, damit man auch den Geruch, die Stimmung und alles mitkriegt. Das ist für uns ganz wichtig, dass der Besucher abwechslungsreich Erfahrungen zu dem Stimmungsbild Tiger macht. An anderen Stellen haben wir auch Öffnungen, die ganz schmal durch Gitter sind, dass man auch da noch ein bisschen mehr Nähe zum Tiger kriegt, weil die Kunst ist ja, so möglichst nah und gefahrenfrei an den Tiger heranzukommen. Mit seinen Eigenarten, wie er jetzt liegt. Er kann toll springen, weit springen, aber das traut er sich nicht. Aber wir wollen natürlich diese Zähne und eine andere Auffassung von Abgrenzung haben. Jetzt wird die Anlage deutlich größer und, ich sag mal, aus Tigersicht auch deutlich familienfreundlicher. Ja, das würde uns freuen, weil eine Anlage ist dann erfolgreich, wenn Vermehrungen stattfinden. Wir haben diese Anlage ja auch getrennt in zwei unterschiedlichen Anlagen, Mutter-Kind-Bereich, sag ich mal, und der Vater hat sein eigenes Männchen, hat den eigenen Bereich, sodass das sehr schön schon eher zu einer Landschaft wird, anstatt zu einem Gehege wird. Und das, glaube ich, ist auch ganz schön, dass wir nicht mehr so diesen Kamerablick vorm Gehege sehen, sondern wir gehen durch einen Teil Landschaft, durch eine Grünanlage und begegnen dem Tiger. Also praktisch so die kontinuierliche Fortsetzung dessen, was auch schon bei den Brillenbären jetzt hier im Zoo geschehen ist. Das ist die neue Auffassung von Zoos. Und es ist auch das Umweltbewusstsein, was mitkommt über den Lebensraum und die Gefahren für diese sehr stark bedrohte Tierart nachzuempfinden. Jetzt finanziert die Firma Evonik dieses Projekt mit 2 Millionen Euro. Wie lange wird es etwa dauern, bis das Projekt fertiggestellt ist? Also man soll ja nie Zahlen und nie Zeiträume nennen. Aber ich will einfach sagen, wenn wir so einen Sommer hätten wie im vergangenen Jahr, den wir wahrscheinlich im nächsten Jahr nicht haben, wird es etwas... Also wird er noch besser? Wird wahrscheinlich nicht zweimal sich nachholen. Dann hätten wir schon Klimawandel pur. Aber nein, ich glaube, dass wir sehr zügig jetzt arbeiten können, weil wir sehr viel im Vorfeld schon abstimmen konnten. Und wir auch mit den Verantwortlichen des Zoos, mit Herrn Winkler und mit seiner ganzen Mannschaft das alles durchgesprochen haben. Wir können jetzt auch die Verzahnung zwischen dem Gehege hinten und dem Mutter-Kind-Teil, das muss ja organisatorisch alles verflochten werden. Das haben wir jetzt ganz schön hintereinander und wir können jetzt zügig arbeiten. Und ich hoffe, dass wir nach den Ferien mit den Ausschreibungen mit allen anfangen, dass wir dann, aber wir kommen mit Arbeiten in die Winterzeit. Und das ist so ein bisschen ein Thema, was ich nicht beantworten kann. Also, dass man theoretisch vom nächsten Jahr ausgehen kann, wenn man ab Mitte 2015 wollen wir versuchen. Ihre bisherigen Erfahrungen im Bereich, ich sag mal, Anlagen im Zoo, gibt es da schon irgendwelche Referenzen? Ja, wir haben eine sehr schöne Anlage in Leipzig gebaut, die Afrikasavanne, die mit dem Rosengarten zusammen eine fantastische innerstädtische Situation gegeben hat, dass man kein Haus sieht, sondern nur Grün sieht, das ist auch schön. Eine zweite Anlage in Osnabrück, die Bärenanlage, auch fantastisch mit einem Klimaraum, mit allem dabei. Und wir haben die Orang-Utan-Anlage gebaut und Schimpansenanlage in Krefeld. Auch da der Gorilla-Garten, der dort auf den zwei Beinen über das Seil getanzt ist. Es liegt nicht an der Anlage, es hat wahrscheinlich ein Lust- und Erinnerungsmoment ihn dazu getrieben. Aber so, dass jeder die Möglichkeit hat, theoretisch vorher schon mal zu gucken, wie sie denn solche Anlagen gestalten. Und also sich die, der Gorilla-Garten, der Gorilla-Garten in Krefeld ist fantastisch geworden. Natürlich hängen diese Anlagen und die immer auch vom Geld ab. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und, aber zoologische Gärten und Zoos haben ein Revival. Ganz viele junge Familien gehen in Zoos, wieder in Zoos. Und er kriegt eine neue Aufgabe. Er vermittelt mehr. Gibt es denn jetzt hier im Zoo Duisburg, und das ist die abschließende Frage, irgendetwas, was jetzt eine besondere Herausforderung bei dieser Aufgabe herausstellt? Also wir werden als besondere Aufgabe auch dieses Thema Wasser, Sie sehen, das kann man so dem Besucher nicht zeigen. Wir werden das über eine Naturkläranlage klären im hinteren Bereich, sodass wir da aus einem Biotop ein Thema machen, eine Kläranlage ein Thema machen. Das ist ein Feuchtbiotop. Der
Biotop klärt das Wasser und führt es hier wieder hin. Ich glaube schon, dass man in solchen Zusammenhängen denken muss und arbeiten muss. Dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg und bedanke mich für die Information. Bis zur Eröffnung. Herzlichen Dank.